Willkommen zurück zu Night of the Dead. Beim letzten Mal haben wir, wir haben eine Nacht mal wieder überlebt, haben uns hier so einen Mörser eingebaut, der ist noch gar nicht geladen und alles. Ist jetzt auch immer Wumpe, denn wir kümmern uns erstmal darum, dass wir halt mal wieder auf eine kleine Sammeltour gehen, bevor es dann halt eventuell am nächsten Tage dann eventuell möglicherweise aufs Ende zugeht. Ja? Wir wollen auf jeden Fall hier für eine Nacht auf jeden Fall nochmal ordentlich vorbereitet sein. Und deswegen gucken wir mal, was wir da noch irgendwie hier deichseln können. Dass wir das dann auch irgendwie hinkriegen. Ob das klappt, ob wir das hinkriegen. Ich muss ja immer mein Inventar entleeren. Weil wir mit vollem Inventar jetzt hier auf Tour gehen. Ja, nee, lass mal. Stehe nicht so drauf. Na? Aber gut. Kriegen wir jetzt auch noch irgendwie hin. Auch wenn der halbe Tag schon gelaufen ist, so gefühlt. Aber hey. So, ich muss jetzt Zeug, was ich eigentlich nicht in der Kuddelmuddelkiste haben will, in der Kuddelmuddelkiste packen. Weil ich nicht weiß, wohin mit dem Scheiß. Nein, das kann noch in die Dingenskiste. So, das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. So, reparieren müssen wir da halt eventuell nochmal rechtzeitig. Aber das können wir ja dann immer noch machen. Ja? So, das kann da rein. Ich hab Mist über, das ist ja toll. So, ein bisschen was von Schwarzpulver hier ist drin. Dann haben wir doch hier irgendwo noch so eine Holzkiste hier, hätte ich beinahe gesagt. Hier, da kann der Kappes quasi rein, erstmal. Damit es aus dem Weg ist. So, dann haben wir hier immer noch Kupferbarren und so ein Dreck. Ach. Ist ja nicht wie bei am Leuten hier, ne? So ein bisschen Material haben wir ja. Das ist ja grundsätzlich ja nichts Verkehrtes. Ich krieg das hier nicht mal rein. Ui, wie ist das toll. So, hier passt auch nicht sonderlich viel rein. Ich werde die Kupferbarren hier nicht wiederfinden. Ich kann die hier nicht reinpacken. So, dann packen wir die tatsächlich hier rein. Ne, was muss, das muss. Hier so Scheißgewehre können da auch rein. Ne, brauche ich jetzt ja nicht. Die Brechstange kann hier meinetwegen rein. Was haben wir noch hier? Ein Kupferdraht. Da habe ich einen guten Draht zu. So. Und dann hier die Schmiermittel. Das brauche ich hier definitiv auch nicht unterwegs. Dann legen wir jetzt hier noch die Bären ab. Wie, der Kaninchenpelz passt hier nicht. Warte, ich habe 99 Kaninchenpelz. Was soll ich denn damit? Mach daraus Leder. Nicht jetzt, vielleicht später. So, jetzt können wir mal irgendwie auf Tour gehen. Irgendwie mitnehmen am Material, was wir kriegen können von irgendwelchen Schränken und sowas, was wir aus irgendwelchen kleinen Häusern finden. Ja, ich will jetzt keine mega große Sammeltour machen. Ich will einfach nur mitnehmen, was ich kriegen kann. Ja? So, wie zum Beispiel den Sack da unten. Das fängt nämlich schon gut an. Zack, das ist mein Sack. So. Ich würde auch gern in die Polizeistation eigentlich rein, wenn ich die mal irgendwo finden würde. Habt ihr bisher noch nicht gesehen, ich habe immer nur davon gehört, wie toll die doch sein soll. Hier waren wir schon mal drin. So, zwischendurch hier einfach mal so einen Busch mitnehmen, weil wegen, warum nicht? Hier kann ich tatsächlich nicht rum. Naja, ist halt so, ne? So, und dann bin ich schon wieder out of Ausdauer, das ist ja toll. Tipp, nicht so lange rennen. Ja. Ja, ist ja gut. Da läuft ein Zombie, da ist doch schon mal schön. Den sagen wir jetzt gleich einmal guten Tag und wir sind wieder im Krankenhaus und es fängt wieder an zu ruckeln. Was ist da los? Was ist das für eins Krankenhaus? Wirklich. Guten Tag. So. Jeder Zombie oder fast jeder Zombie ist ein Forschungsmaterial. Forschungsmaterial. Wichtig. So, wir hatten noch hier drüben irgendwo so ein komisches Gelände. Ist das die Polizeistation? Ich habe keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall ein Zombie. Guten Tag. Zweimal dieselben Zombies. Ist ja toll. So, hier noch so ein Auto auseinander nehmen. Weil wegen, wir sind gerade hier in der Nähe. So, das Ding hier. Ist das nicht so weit? Ich meine, hier läuft ja auch so ein Tyrant rum. Von dem ich keine Ahnung habe, was er eigentlich will. Außer Kuchen.
Ach, halt's Maul. Da. Da läuft er. Guten Tag. Daneben gehauen. Also ich. Ich hau mal immer fest drauf, ne? Hab ihn voll auf den Kopf gehauen. Er ist hingefallen. Oh. Man nannte ihn auch Zombie-Schreck. Nicht Hühnerschreck wie ein Fable, Zombie-Schreck. Hey, Zombie-Schreck, komm mal her. Das sieht in der Tat ein bisschen aus nach Polizeistation. Aufgrund der Tür. Police Department, ja, klingt gut. Da oben kann man es nicht mehr richtig lesen. Also. Die Buchstaben sind nicht zerfallen, die sind einfach nicht richtig gerendert. Guten Tag. Ich würde gerne ein Verbrechen melden. Ich glaube, das interessiert die hier weniger. So. Dann sehen wir auch mal das Polizeidepartement hier von innen. Das ist doch schön. Was gibt's denn hier? Aha, sieh mal eine an. Zeug. Ich nehme mich mal mit, ne? So, hier. Irgendeine tolle Akte, die keiner mal gelesen kann und gebrauchen kann. So. Guten Tag. Geh mal schön, wo du wohnst. So, in jeden zweiten Raum einfach mal rein hier. Gut, eigentlich will ich in jeden Raum, aber sag das nicht weiter. So. Da geht's irgendwie nach oben. Nach oben will ich jetzt noch gar nicht. Ich will nur, dass die mir nicht um den Keks gehen. Das meine ich halt, ne? Wenn ich jetzt hier das einsammle, habe ich wieder irgendeinen Scheißdreck. Lederschuhe. Ui, toll. Mm. Statt, dass man hier irgendwie Polizeiuniform findet oder sowas, ne? Ich meine, das ist definitiv kein Muss. Würde vielleicht auch zu Veralberungen im ganzen Spiel hier führen. Aber es würde Sinn machen, wenn du schon hier, ne, dich einteilen kannst durch findbare Gegenstände. Dann bin ich ja der Meinung, dann kannst du auch irgendwie zur Ortschaft passen, so ein bisschen, weißt du? Dass du halt dort findest, was halt dafür passend ist und nicht, dann findest du da 0815 Lederschuhe, die dann jedem anderen Ort auffinden kannst. Einfach, ne? Etwas, wofür sich das erkunden quasi lohnt. Weil so ist natürlich jetzt auch, ne? Also, ist jetzt einfach mal auch Kritik am Spiel. Es ist noch nicht fertig. Ist ja schon so, ob du jetzt hier was lootest oder in jedem 0815 Haus. Da ist wieder ein Katana. Ein Schränkelein. Ja, auch bei den Waffen, da gibt es ja jetzt auch keine Unterschiede. Hast du einen Katana gesehen, hast du sie alle gesehen quasi. Ist jetzt nicht so, dass halt irgendwo ein seltenes oder episches liegt mit super duper Werten drauf oder sowas. Keine Ahnung. Wie man es halt kennt von diversen anderen Spielen. Sondern, wenn du siehst, ah, okay, da liegt ein Katana, okay, ich habe schon mal eins gehabt, ich brauche es nicht nochmal. Dann ist gut. Du kannst es ja auch nicht auseinandernehmen und die Materialien verbrauchen. Ja. Oder halt ortsspezifischer Loot, den du halt einfach kriegen kannst. Auch so komponentenmäßig oder so. In Samen von irgendeiner Pflanze, den du kaufen kannst, den du nur einen bestimmten Ort finden kannst für irgendwas. Ja, ne, wir haben uns heute hier alle versammelt für mehr Kekse. Was Bescheid. Ich wollte einfach mal eine Rede halten. Guten Tag, ich muss Sie verhören. Wo waren Sie gestern? Nicht bei meiner Base, okay. Sag ich doch, Foltern klappt immer. Siehst du, da haben wir nämlich auch noch. Ne, nochmal so 0-15 Gewehr, wie wir schon 5.000 haben. Warum soll ich das jetzt auch noch einsammeln? Es bringt ja nichts. Hier haben wir die Zellen. Jede Zelle meines Gefängnisses ist glücklich. Jede Zelle tut mir gut. Oh, eine Kiste. Hat einen Gefangenen zurückgelassen, warum auch nicht? Habseligkeiten eines Zombies. Der hat auch Habseligkeiten. Guck dir das an. Und dann wurde er am Gitter halt gefressen oder angebissen oder. Keine Ahnung, und deswegen ist er ein Zombie geworden.
So. Haben wir das. Und überall so schöne kleine Schränkchen. Also was sich halt lohnt hier bei so großen Gebäuden ist halt, du hast hier mehr kleine Schränkchen und generell Möglichkeiten, irgendwie was zu finden, verglichen mit den anderen Orten, die du aufsuchen kannst, hast du hier einfach mehr. Ne, verglichen mit irgendeinem 0815 Haus aus der Nachbarschaft. Schrei mich nicht so an, ich schrei zurück mit meinem Lichtschwert. Und ja, Lichtschwert ist und bleibt OP. Wo ich auch überhaupt nicht böse drum bin. Ich sag mal so, das Kernelement des Spiels ist ja auch eigentlich mehr das ganze Tower Defense Dingens quasi. Statt das Erkunden von allem. Ne? Ich würde aber das Erkunden von allem tatsächlich nicht außer Acht lassen. Als Game Designer. Ich finde beides sehr wichtig. Und beides kann auch Spaß machen. Deswegen finde ich es grundsätzlich ja auch gut, dass du halt individuelle Schwierigkeitsgrade quasi machen kannst. Du kannst es ja quasi halt auch so einstellen, dass halt jeder Zombie mit einem Schlag quasi tot ist. Enzyklopädie für Munition, oh toll. Dann kann ich jetzt bestimmte Munitionsarten vielleicht herstellen, ich habe keine Ahnung. Ne, und wenn natürlich jeder Zombie mit einem Schlag tot ist, ist natürlich so eine Nacht auch eher so mehr. Ja, ist ja natürlich sehr entschlackt von Schwierigkeitsgrad. Ja, was ich mir tatsächlich halt auch noch wünschen würde, wäre halt, dass du selbst bei einem gestarteten Spiel gegebenenfalls nochmal den Schwierigkeitsgrad anpassen kannst. Weil ist so. Es gibt eigentlich wenig Gründe, warum man das nicht machen sollen, wollen würde. Ja, du hast natürlich halt jederzeit die Möglichkeit, irgendwie Reis auszunehmen und runterzuschalten und so weiter. Aber gerade das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Gerade halt, wenn du, wie ich, eigentlich noch ein bisschen am Spiel lernen bist und so, ne? Oder halt auch, wie ich sagte, ne, von wegen so Dinge ausprobieren wollen. Gucken, wie funktioniert das, wenn ich das und das baue und mache und so. Ne? Und all das kann ich ja halt gar nicht beurteilen. Weil ich ja gar nicht die Zeit dafür habe, irgendwas auszutesten groß. Ne? Außer ich fange einfach wieder und wieder und wieder und wieder von vorne an und so. Und irgendwann dann habe ich mehr oder weniger den Dreh raus. Und kann dann einmal vernünftig spielen. Oder so, ich habe keine Ahnung. Ne? Ja, ich habe nämlich tatsächlich auch nach Möglichkeiten geguckt, wie ich mir irgendwie über Umwege oder sowas hier die Spiel, den Spielstand mir einfacher gestalten kann. Ne? Indem man, keine Ahnung, in irgendeiner Config-Datei oder Speicherdatei den Schwierigkeitsgrad von dem aktuellen Spielstand einfach runterschaltet. Indem du einfach irgendeinen Wert veränderst oder sowas. Aber ist halt nicht. Ne? Dann machen wir wieder so einen Schreihals hier. Ja. Da regt sich jemand über die Polizei auf. Der ist kein Fan vom Gesetz. Also, ja, Zombies sterben jetzt natürlich halt relativ zügig. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Hier ist auch so ein Baum im Gebäude. Sehr dekorativ, in der Tat. Lassen das. Ich hasse das. Da stehe ich gar nicht. Brauchst du eine Brille von Viermann oder was? Guten Tag. Tänzeln Sie mal hier rüber, ich tänze hier mit meinem Fuchtelschwert.
So, haben wir noch was? Nein, jetzt sind wir am Morgen. Geh nochmal runter, weil ich glaube, hier haben wir irgendwo einen Schreihals. Jo. So. Jetzt können wir die hier oben alle angehen. Guten Tag. Mehr Zombie-Variationen wäre natürlich halt auch nicht verkehrt, ne? Gerade hier, ne? Wenn du in so einer Polizeistation bist, dass halt da irgendwie Polizei-Zombies sind. Polizisten-Zombies. Ach, du weißt, was ich meine. Ja, das Lichtschwert sollte tatsächlich an sich schwieriger zu bekommen sein. Weil letztendlich war es schon relativ einfach, wie wir es gekriegt haben. Es war schon relativ zügig holbar. Keine Ahnung, dass man halt dafür halt erstmal so einen Chip braucht von so einem Riesen oder so. Weil, ne, du brauchst auch zwei Chips für das Doppelschwert. Das dann blau leuchtet. Das willst du ja auch noch gar nicht gebaut haben. Warte, was ist denn das für ein Buch? Katzenphysik. Wird verwendet, um herzustellen. Okay. Okay. Einfach so aus irgendeiner Beute gekriegt, ja. Das ist also wohl, dass wenn da steht, ja, bekommst du aus Beute. Wahrscheinlich einfach, wenn du hier irgendwelche Bücherregale oder sowas auseinander nimmst, dass du da dann bestimmte Bücher kriegst. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Zombie dabei hatte. Aber wissen tue ich es auch nicht. So, was haben wir denn hier? Ach ja, der gute alte Pausenraum. Was haben die denn hier so? Ah ja, ein Snickers, cool. Ich bin kein Snickers-Freund, überhaupt nicht. Ich bin generell nicht so ein Erdnuss-Fan. Ich esse zwar Erdnussflips, aber die haben mit Erdnüssen nichts zu tun. Und auch das passiert relativ selten, wenn ich überhaupt so und ich hab's auf Erdnussflips richtig habe. Oder generell so Chips-Krams. Ich bin ja Fraktion Kekse. Kennt ihr ja. So, was haben wir hinter Tür Nummer 30? Cool. Bücherregale. 1, 2, 3, viele. Und noch so ein komisches Rednerpult. Architektur. Ah ja. Was man damit dann alles forschen könnte, ich habe keine Ahnung. Ich meine, das Spiel ist ja immer noch in Early Access Phase. Ist ja immer noch eine Alpha, wenn ich mich nicht irre. Ne? Also, da kann dann bis zum fertigen Release noch sehr viel passieren. Ne? Was Balancing und Inhalt und sowas angeht. Na, darf man ja nicht außer Acht lassen. Das ist eine Early Access Fassung und dann auch noch irgendeine Alpha-Dingens, hast du nicht gesehen. Was da irgendwann bis zum fertigen Spiel alles passieren kann. Ja, hallo die Waldfee. Ich sag ja jetzt auch nur, ne, was ich halt so jetzt bei meinem ersten richtigen Spieldurchlauf mehr oder weniger, was mir auffällt, wo ich sagen würde, das würde ich mir für das fertige Spiel noch irgendwie wünschen. Und auch noch das eine oder andere, was mir gerade einfach nicht einfällt. Aber nun gut. So, was haben wir hier? Jede Menge Munition. Lügt ja einfach auf dem Boden. Ist wahrscheinlich für später dann gedacht so, ja, ne, hier ist dann irgendwie Waffenschrank und hier hast du Zeug. Und Munition. Könnte ich mir zumindest vorstellen, ob es dann halt so ist. Weiß ich nicht. Dass halt, ne, so ein Raum da ist mit einfach nur, da liegen halt die Munitionskisten. Ist halt schon merkwürdig. So.
Und nach wie vor kann ich mir das hier irgendwie auch im Multiplayer dann später lustig vorstellen. Keine Ahnung, mal angenommen, ich spiele mit Vestas oder sowas dann irgendwann. Oder mit anderen Leuten. Auf irgendein Server oder so. Wenn das Internet bei mir auch funktioniert. Haha. Ich wollte mal witzig sein. Nehme diese Folge hier übrigens gerade auf, während bei mir kein Internet ist, wo ich halt gestern Abend eigentlich dachte so, ja, mein Stream und das Internet so, nee, lass mal, wir haben gar kein Internet, Internet ist ausverkauft. Ein typisches Internetverhalten halt, weißt du? So viele geschlossene Türen. Schon kommen. Gleich ist mein Inventar wieder voll, nur mit Muni. Ja, genau. Lauf da nochmal rein. Ja, genau. Und jetzt auch nochmal. Geht doch. Geht nicht. Hier wird nicht. Große Tür ist groß. Mit einem Schrank. Nehmen wir alles mit. Pokémon. Haben wir doch schon wieder ganz viel Scheiße im Inventar. Oh, Mist. Wir haben 7 Mist. Guck mal. Muss ich gar nicht herstellen, so viel Mist haben wir. Auch hier wieder. Waffen einfach auf den leeren Boden hier. Es wirkt natürlich halt sehr unfertig. Aber gut. Wie gesagt, Early Access Fassung. Man darf darüber eigentlich gar nicht meckern. Ich tue es jetzt einfach trotzdem so. Also hier gibt es auf jeden Fall viel Munition und so Gedöns. Sollte ich das nochmal spielen, dann gleich zur Polizeistation quasi. Jetzt Waffen und anderes Zeug. Jetzt haben wir aber auch hier schon alles gemacht, was wir machen können. So, wo geht's denn hier raus? Wahrscheinlich da vorne, ne? Ich finde auch schön, dass die Türen immer in beide Richtungen aufgehen. Ja, hier liegen Kartons, aber... Nee, danke. Okay, sie hat tot. Ich war mir nicht sicher, sie hat so viel geschrien. So, jetzt haben wir noch 2 Stunden Zeit. Da kann ich nochmal ein bisschen vielleicht durch die Weltgeschichte laufen. Wir haben noch ein bisschen Platz im Inventar. Muss man mal gucken. Kann ich hier hoch? Nein. Also muss ich einmal außen rum gehen. Was Mut, das Mut. So. Wo haben wir denn hier noch ein schickes Gebäude, wo wir noch nicht drin waren? Hier, dieses komische Familienhaus da. Da gehen wir rein. Da gibt es bestimmt was Tolles. Oder halt auch ganz viel nichts. Nichts ist so schön wie nichts. Guck mal, hier so ein Fertighaus ist das einfach. Oh, das sieht tatsächlich anders aus als viele andere Gebäude zuvor. Geh mal sterben. Dankeschön. Geh mal sterben. Dankeschön. Geh mal sterben. Dankeschön. So, machen wir mal Kisten kaputt. Auch einfach ein Gewehr auf dem Tisch. Das ist einfach typisch Amerika. So, wer hat sich hier auf dem Klo eingesperrt? Niemand. Da halt nicht. So. Und hier, ach, die geht auch noch draußen. Ist ja interessant. Also, ne?
Ich bin wirklich schon mega gespannt auf die fertige Version eines Tages. So in 2 Jahren oder so. Aber das dauert halt auch dementsprechend noch. Was haben wir denn hier? Lederschuhe, gelbe Weste, Laufschuhe. Ja, natürlich. Ja, so dass halt sowas eingeführt haben wie diese komischen Bücher, die du halt brauchst zum Forschen von Zeug. Ist ja nicht verkehrt. Ist ja eine gute Neuerung. Dadurch bist du halt gezwungen, durch die Welt zu laufen und Dinge zu erforschen. Weil ohne kommst du nicht weit. Ja. Dann gibt es hier auch teilweise Gebäude mit so viel Stockwerken, wo ich mir wirklich denke, das wird irgendwann nochmal freigeschaltet zum Begehen. Aber ich glaube, das dauert wahrscheinlich auch so ein bisschen. Muss ja auch einmal ausgekleidet werden, dann muss es sinnvoll bestückt werden und. Guten Tag. Ja, wir schon, ne? Die halbe Insel hier ausradiert. Stadt. Metro Town. Ah ja. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Muss man aber hier ganz schön außen rumlaufen, du. Okay. Da ich das halt jetzt auch schon 11 Uhr, jetzt würde ich auch schon so langsam mehr oder weniger zurückdüsen. Vielleicht nehmen wir noch das eine oder andere Auto mit. Und den einen oder anderen Busch. Aber sonst so langsam laufe ich zurück, weil bis wir da hinten einmal rum sind, um die ganze Nachbarschaft, um da hinten an das eine rote Haus zu kommen. Ist schon nicht mal Weihnachten, dann ist schon das nächste Thanksgiving. Also, Autoschlachten und ab nach Hause. Und dann alles vorbereiten auf die nächste Nacht. Und dann, ich weiß gar nicht, wie viel Forschungsmaterial wir jetzt haben. 1198, das heißt an sich haben wir genug Materialien, um die Weltherrschaft an mich zu reißen. Aber wie gesagt, die nächste Nacht nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Da sollten ja auch wieder Kolosse kommen. Ein oder zwei, man weiß es nicht genau. Wenn wir das überlebt haben. Und meine Basis dann auch noch steht, dann... Dann. Aber dann. Ja. So, ab nach Hause. Hier hat auch schon jemand ordentlich Gras gemäht. Guck mal, hier sind kaum noch Büsche. Ich weiß gar nicht, wer ist denn das gewesen? Ist mir wirklich ein Rätsel. Wer macht denn sowas? In der Zombie-Apokalypse. Was tapsen, aber ich habe nichts gesehen. Egal. Wir sind auf jeden Fall sehr viel Steine. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier ist, weil hier ein Zeug hingeschossen hat. Gut, beim Baum kann ich das ja noch fast verstehen. Das Inventar ist voll. Ach, sag bloß. Also hier hat man auf jeden Fall viel Zeug zerstört. Vielleicht hat man dann doch einen Stein getroffen und dann ist hier so ein Zeug bei rumgekommen. Ich weiß es nicht. Ich finde gut, dass grundsätzlich diese Dinge dann halt auch liegen bleiben und so. So. Okay, dann liegt hier noch ein Sack. Und nehmen wir mit, falls ich sterbe und irgendwie was nachskillen muss. Da liegen auch schon wieder tote Tiere. Das ist voll normal. So, und dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle eine kleine Aufnahmepause. Sehen uns dann in der nächsten Folge dann wieder, wenn wir hier versuchen, irgendwie alles aufzuwerten und so.
für die eventuell letzte Nacht. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denn.